Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Ja, Freunde, da sind wir nun. Ich hab's euch ja gesagt, dass ich nochmal offline mir hier die Züge angucke. Ich habe einen Kaffee getrunken. Wir werden sehr viel Kaffee trinken in dem Spiel, glaube ich. Einfach allein, um Items zu sparen. Ich bin da echt wieder, ja. Ich mag eigentlich keinen Kaffee, aber in dem Spiel mag ich Kaffee. Und ja, ich habe euch ja gesagt, wenn ich bei den Zügen noch was finden sollte, dann schalte ich euch rein. Und ich habe was bei den Zügen gefunden. Obwohl wir jetzt schon mehrfach hier in der Ecke waren, habe ich das hier fast übersehen. Und ja, finde ich doch schön, dass wir es nun gefunden haben. Nämlich einen weiteren Schlüssel, den wir gerne an uns nehmen. Dann können wir das nächste Mal auch wieder mal einen Safe öffnen. Ansonsten scheint es so, als hätten wir in den Zügen aber alles gemacht. Ich gucke jetzt. Genau, da war der zerstückelte Typ drin. Und in den anderen Waggons habe ich auch nochmal geguckt. Da hinten weiß ich ganz genau, dass wir geschaut haben. Das war der erste Waggon, in dem wir drin waren. In dem habe ich auch nochmal geguckt. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir jetzt hier erstmal alles haben. Was auch schön ist, denn das war echt cool und spannend da drin, aber jetzt würde ich gerne mal da hinten hin, wo wir ja schon vor zwei Parts jetzt aufgeräumt haben. Und jetzt will ich mich vergewissern, ob da noch irgendetwas für mich liegt. Wenn ich mich nicht schon wieder von irgendetwas ablenken lasse. Zum Beispiel von dieser Pflanze. Oder ist das schon das Zielgebiet? Nein, das ist bei weitem nicht das Zielgebiet. Wir haben das letzte Mal, waren wir schon ungefähr hier. Aber in diesem Gebäude, da können wir ruhig mal gucken, ob wir da reinkommen. Ja, schon lasse ich mich wieder ablenken. Ich weiß, ich bin schlimm. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Hier kommen wir sowieso nicht rein. Hier ist wieder absolut dicht. Aber wir müssen ja auch jetzt nicht unbedingt in jedes einzelne Haus. Das ist ein Lämpchen. Ich frage mich, ob ich... War ich in dieser Halle mal drin? Ich glaube, nee, da war ich definitiv noch nicht drin. Mal schauen, ob wir da reinkommen. So, alles wirkt ruhig, aber das heißt nicht, dass wir alles getötet haben, was da drin ist oder war. Das ist so eine große Lagerhalle, ne? Was steht da? Treadwin Truck. Na, auch egal, wir gehen jetzt da rein. Bin ich mal gespannt. Hier kann ja... Ja, Treadwell Trucking, da steht es jetzt auch ordentlich. Oh je. Ah, wenn ich hier aufmache, was wird mich erwarten? Bin ja jetzt nicht so scharf drauf, aber... Oh, okay, das... ging nochmal gut für mich aus. Munition! Oh, und ein Kerl. Aber der Kerl sieht tot aus. Na, da tut sich nichts bei dem. Ja, Kiste mit so Eisenrändern, da passiert nichts. So, mal kurz lauschen. Ich meine, was gehört zu haben. Aber ich habe mich wohl geirrt. Flaschen dürften wir voll sein, jawohl. Nein, jetzt höre ich wieder was. Irgendwo da hinten ist jemand. Ich bleibe daher mal mehr auf der rechten Seite vorerst. Das wäre ein gutes Versteck, falls es brenzlig wird. Schönes Detail, wie er sich sauber macht, nachdem er im Gestrüpp war. Hallo. Sieht tot aus. Okay, ich könnte da hochklettern. Ich würde gern das Geräusch lokalisieren, aber es, da oben rennt einer rum. Wo steht denn der? Auf diesem Ding steht er drauf. Ja, ja, das Scharfschützengewehr, ne? Ach, ich könnte so schön absnipern jetzt. Dann hätte meine Ruhe. Nochmal ein sehender Blick. Aber es ist noch so weit oben. Ich kann doch jetzt nicht einfach da schnurstracks nach oben rennen. Wer weiß, was dann in der Zwischenzeit passiert. Und ob ich da nochmal hinkomme und was weiß ich.
an der Nebenmission verbaue, etc. Ein Gabelstapler. Das bin ich auch mal gefahren eine Zeit lang. Macht Spaß. Es scheint, als käme ich hier irgendwie rein. Aber ab jetzt muss ich langsam aufpassen. Ich weiß nicht, wie gut die Guckerlich von dem Kerl sind, aber wenn er schon so weit oben steht, macht er das wohl, um sich umzugucken. Ein paar Kisten, die mir nichts bringen. Ich könnte auch auf den Truck hoch, aber... Ja, was? Vielleicht liegt da was? Ich gehe mal gucken. Nee, da liegt nichts. Da kann ich mich auch besser umschauen. Wenn ich so richtig schön von der Ferne... Ja, dafür habe ich aber keine Munition. Da oben steht er. Ist es nur dieser eine? Ach, ich würde ihn so gern einfach töten, weil der von da oben... Ich muss ihn ja töten, sonst wird er auf mich aufmerksam. Anschleichen ist nicht, in dem Fall. Probieren wir es einfach mal, ha? Wenn ich... jetzt mal langsam richtig auf seinen Kopf ziele, dann... Kann man das eigentlich auch verbessern, dass er dann nicht mehr so rumschwankt? Gut, bei der Entfernung ist es aber auch nur realistisch. Komm schon, ich will doch einen Kopf treffen. Ja. Er weiß gar nicht, von wo der Schuss kam. Shit, das war daneben. Das war auch daneben. Geil. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da wird es halt kein Kopftreffer. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt, wo ich kaum noch Schuss habe... Einen habe ich noch. Verdammt, keine Munition mehr. Ja, das passiert. Passiert in den besten Familien mal. Da ist noch das, das ist Kacke von der... Der weiß gar nicht, wo ich bin, der Depp. Komm mal näher. Ich muss den jetzt normal töten, sonst... Er macht so, als würde er mich nicht sehen, aber das Auge ist da. Ich weiß jetzt nicht, auf was ich mich verlassen soll. Ich verlasse mich auf die Shotgun. Ach, komm schon, aber jetzt... Ja, ich weiß. Shotgun von der Distanz ist nicht so wirkungsvoll. Ich weiß, ich weiß. Fuck, das war schlecht. Okay, jetzt ist sie wirkungsvoll. Dann. Ja, jetzt ist sie wirkungsvoll. Du bist doch jetzt tot, ne? Das finde ich gut. Ja, das war jetzt ein bisschen kacke. Der hat mir nicht mal was gegeben, der Kerl. Doch, da. Und es war nicht der Einzige. Ich höre immer noch Zombie-Geräusche. Kacke. Gut, aber die sind wenigstens nicht auf so einer Höhe. Und die kann ich dann vielleicht wieder waffenlos töten. Mal schauen. Ich finde das übrigens sehr, sehr geil, dass wir so knappe Munition haben. Dat it horror survival. Wie es mag. So, trotz allem ist er hinter dem Truck. Wieso kann ich mich nicht... So, jetzt geht's wieder. Der muss ganz nah sein, so laut wie er ist. Muss eigentlich hinter diesem Truck stehen. Schauen. Oder sind die in dem Truck drin? Mann, wieso kann ich nicht in die Deckung gehen? Jetzt. Ich darf es nicht gedrückt halten. Ich knutsch doch fast mit denen. Nee, er ist nicht in der Deckung. Ich muss es doch gedrückt halten. So. Kann ich da um die Ecke lunzen? Nee, da sind sie nicht drin. Sag mal, die sind so laut. Sind die hinter dem Gitter oder wo sind die jetzt? Dahinter vielleicht? Das gibt's doch nicht. Wie laut das ist und ich sehe nichts. Definitiv von da. Ah, da ist er. Wieder am Essen oder was? Der zückt schon das Messer, aber das bringt mir ja nichts. Da ist ein Gitter dazwischen. Okay. Ich kann mich mit solchen Geräuschen, kann ich mich nicht umsehen. Ich muss die erstmal töten. Sonst macht mich das kirre. Gut, dass wir den Typ da oben erledigt haben. Der wird uns sonst verraten und die anderen beiden würden jetzt schon auf uns zukommen. Allerdings, das Problem ist, dass die sind ja da eingesperrt, so scheint es.
Hier ist zwar das Gitter, aber... Das ist ja jetzt blöd. Moment, nicht, dass die... Ich schaue erstmal auf der Seite, nicht, dass... Okay, nee, da ist nichts. Könnte ja eine schöne Ablenkung sein, ne? Und dann greift mich hinten was an. Ja gut, wenn ich jetzt Munition hätte, ne? Dann könnte ich was Cooles mit denen machen. Untersuchen. Ich habe gesagt, untersuchen, nicht öffnen. Gott, ganz schön. Hab ich es nicht mitbekommen. Sind so mit Essen konzentriert. Ob sie das auch noch sehen, wenn ich das öffne? Ja, okay. Also einen könnte ich jetzt eventuell töten, aber den zweiten darf ich rennen, ne? Ja, okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich musste das sogar tun. Das sollte jetzt funktionieren. Leute, ich habe meine Axt benutzt. Und zwar so richtig. Es geht doch. Der One-Hit. Also irgendwie habe ich gerade meine Axt sehr effizient benutzt. Ich frage mich nur, warum das im letzten Part überhaupt nicht geklappt hat. Da hat das irgendwie als normale Angriffswaffe benutzt. Und jetzt hat er es so benutzt, wie er soll. Vielleicht hat er mich aber auch gerade gecrappelt. Und, ja, das könnte sein. Er hat mich vielleicht gerade gecrappelt und ich habe dann im richtigen Moment halt noch R2 gedrückt. Und deswegen war es der gewünschte Effekt. Das, wow, das, dafür, dass wir den einen so ineffizient getötet haben, war das jetzt umso geiler. Hammer. Und, ja, gleich das Richtige getan, damit wir da überhaupt reinkommen. Super. Und eine Axt bekommen. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen happy und ein bisschen stolz auf mich. Dann kann es jetzt etwas beruhigter weitergehen. Wir befinden uns in dem... Okay, das, da werden wir uns jetzt auch noch ein Weilchen aufhalten, schätze ich. So, da oben müssen wir doch mal gucken, was da ist. Wie ich da hochkomme. Da ist bestimmt nicht umsonst so eine halbe Brücke. Können wir ja gleich mal hier testen. Da kommen wir dann... Oh, auf das Dach. Warte mal, da liegt jemand. Hey, ihr Viechers. Nee, das will ich natürlich nicht tun. Das auch nicht. Das möchte ich haben. Große Raben. Schöne Tiere. Damit bin ich voll. Den hat es zerstückelt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Wir könnten dann da runter. Aber dann sind wir ja schon im nächsten Zwinger, wo ich ja jetzt noch gar nicht... mich groß umschauen will. Ich sollte jetzt erstmal den hier fertig machen. Ach, ist das schön hier. So. Die sind tot. Da war ich. Ein bisschen von oben hier. Ich schätze, dass ich das Garagentor jetzt hier öffnen kann. Mal wieder runter mit dir. So. Jetzt können wir uns ja in Ruhe umgucken, bevor wir reingehen. Hier ist zum Beispiel etwas. Das war jetzt nicht so ersichtlich. Da kann man sich schon mal einen Bonus erhoffen, nämlich Schießpulver. Eine mysteriöse Maschine. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du das jetzt in deinem Zimmer aufzubewahren. Haben wir schon mal... Gab es im Teil 1 ein Vieh, das ähnlich aussah? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. In diesem... Einer... wo war das? In dieser Untergarage da? Bei diesem Parkplatz haben wir doch auch gegen so eine Art maschinelle Bestie gekämpft. Bin mir gerade nicht mehr sicher, dass wir da so ein paar Erinnerungen aus dem ersten Teil sammeln. Könnte das sein? Auf jeden Fall ist das jetzt auch im Zimmer. Haben wir wieder was gefunden. Sehr schön. Und ja, weil ich vorhin meinte, Horror Survival, keine Munition. Ich weiß, ich könnte natürlich Munition herstellen. Dessen bin ich mir bewusst. Kann ich da hoch? Aber ich finde es irgendwie geiler, jetzt einfach mal ohne Muni rumzurennen. Naja, noch finde ich es geil. Bald nicht mehr. Es ist natürlich eins der Dinge, die wir das nächste Mal auf jeden Fall herstellen sollen, zum Teil. Mal gucken. So.
Hier war ich auch noch nicht drin. Wir können uns natürlich auch auf Munition vor Ort verlassen. So, die Kiste darf ich nicht zerstören. Wollen wir in den Müll gucken? Ich kann das Ding bewegen und hochklettern. Das heißt, ich könnte mir da so eine kleine Treppe basteln. Probieren wir das doch mal aus. Oh, scheint ganz schön schwer zu sein. So, lass mal los. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon hoch kann, aber hänge ich jetzt fest? Ah. Toll gemacht. Stopp. Okay, ja, da komme ich jetzt hoch. Aber da komme ich ja wieder schon wieder in das andere Gebiet, wo ich noch gar nicht hin will. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass ich mir das so baue, aber es ist möglich. Cool. Ob ich auch auf das Dach kann? Wenn ich das Ding ganz weit rumschiebe, wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich sehe etwas. Es muss doch einen Sinn ergeben, dass ich da hoch kann. Hm. Muss nicht alles Sinn ergeben. Aber hier sehe ich jetzt mal nichts mehr sonst. Und ich will ja jetzt noch nicht rübergehen. Ich will hier bleiben. Okay. Ah, man kann hier halt leicht was übersehen. Deswegen gucke ich lieber zweimal und dreimal die Gegend ab. Aber das sind keine Kisten. Hier mal schauen, um die Ecke. Sehe ich jetzt auch nichts Spannendes. Da kann sich halt leicht, ja, eine Flasche zum Beispiel verbergen oder Wichtigeres. Eine Statue zum Beispiel. Die Statuen möchte ich ungern übersehen. Da kann jede einzelne noch sehr kostbar werden. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass wir draußen alles gecheckt haben. Und vielleicht sollten wir langsam mal da reingehen. Da liegt noch einer, aber dem ist auch nicht mehr zu helfen. Warte mal, kann ich doch da hoch? Nee. Hier ist nichts drin. Ein paar Sicherheitshelme, wäre vielleicht nicht verkehrt. Wenn ich da reingehe, bin ich dann alleine? Das macht den Anschein. Bis jetzt. Aber ob es dabei bleibt, ist die Frage. Okay. Dich habe ich schon gecheckt. Ich könnte hier hochklettern. Bringt aber nicht viel. Da oben weiß ich nicht, ob ich da hochkomme. Aber ich glaube, da ist eh nichts. Diese... Ja, dieses Tor wird wohl zu bleiben. Und dann sind wir jetzt auch wieder... Da könnte ich hochklettern. Nee, das macht aber keinen Sinn, dass ich das tue. Okay, und von da sind wir gekommen. Flasche, Kiste. Okay, ich denke, wir haben jetzt alles hier. Korrigiert mich, falls nicht. Ich denke, obwohl... Nee, ich werde jetzt reichlich im Voraus aufnehmen. Also... Nochmal kurz erwähnt, ich werde noch für gewöhnlich nicht weit im Voraus aufnehmen, damit ich zeitnah auf eure Kommentare eingehen kann, was ich jetzt demnächst auch wieder verschärft tun werde. Das hat sich eventuell seit der Streamzeit auch ein bisschen zurückgezogen, aber jetzt werde ich wieder mehr darauf eingehen auf jeden Fall. Allerdings, da Weihnachten ansteht, werde ich ein bisschen vorproduzieren. Mehr als gewohnt und deswegen kann es sein, dass wir dann tatsächlich mal schon aus dem Gebiet draußen sind, bis es wieder eine zeitnahe Aufnahme ist, also nach Neujahr dann. Mal schauen. Jetzt aber erstmal hier rein. Es speichert schon mal, okay. Das heißt nichts Gutes. Vor allem, wenn ich an meine Munition denke. Na, mal abwarten. Hier kann halt schnell was Unerwartetes kommen.
der Seite. Man, ist es nichts zu hören? Ah, der ist freundlich. Zumindest noch. Der ist gerade gestorben. Da frage ich mich, durch was er gestorben ist. Mal abwarten. Da ist noch jemand Totes. Oh, ich werde da hoch können wahrscheinlich. Dann werde ich mich hier wohl noch ein bisschen länger verweilen. Ah, was ist das für ein blendendes Licht? Muss das sein? So, erstmal grappeln, bevor das Zeug sich verzieht. Da ist noch einer. Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Also hier ist auf jeden Fall noch irgendetwas. Ein neues Tutorial wurde hinzugefügt. Ölfass umtreten. Ja, ich könnte das umdrehen und wahrscheinlich in Brand setzen. Habe ich aber gerade keinen Grund dazu. Außerdem habe ich schon mal ein Ölfass gejagt. Fuck. Das hätte ich vielleicht doch tun sollen. Irgendwo ist hier jemand. Die Lampe geht mir voll auf den Keks. Da drüben ist bestimmt irgendeiner. Ist natürlich jetzt kacke, das Versteck, wo ich bin. Aber ich sehe auch noch nichts. Nicht zu erkennen. Ich werde erstmal ohne das Ölfass weitermachen. Ich meine, wenn ich es umtrete, das provoziert auch nur Geräusche. Gott. Okay. Kurz nochmal ein Check. Die Kisten. Nee, keine Kisten für mich. Okay, kann ich ja hoch? Jetzt wäre ich in der Übersicht dankbar, von oben. Aber nee, ich werde wohl da durch müssen. Hier könnte ich doch hoch, oder? Warum kann er jetzt auf einmal nirgendwo mehr hoch? Jetzt, wo ich es gerne mal machen würde. Ah, okay. Egal jetzt. Okay. Die Tür. Ach komm, enttäusch mich jetzt nicht. Das finde ich jetzt aber... Okay, vielleicht kann ich dann... Okay. Das Tutorial vielleicht doch machen, damit die Tür aufgeht. Allerdings... Ja gut, dann setze ich das jetzt hier in Brand. Aber das wird doch nicht die Tür öffnen. Das ist eher sinnvoll, wenn da jetzt Gegner rumlatschen, dass ich dann dran schieße oder so, ne? Die Tür wird es nicht öffnen. Würde zumindest keinen Sinn machen. Hätte ich das Fass jetzt irgendwie dahin rollen können und explodieren und so, dann ja. Aber soll ich es trotzdem probieren? Ich meine, sonst muss ich ja jetzt gehen. Und das wäre schade, weil ich dachte, also es wirkt so, als geht es ja weiter irgendwie. Sei denn, ich kann irgendwie drüber stiefeln, aber wie gesagt, jetzt auf einmal wieder überhaupt nirgendwo mehr klettern. Was ist hier? Könnte ich hier vielleicht das Brett zerstören? Warte mal, da ducken wir uns ohne. Ach, komm schon. Das sieht so zerstörermäßig aus, aber nö. Hm. Ja, bevor ich jetzt gehe, schieße ich halt trotzdem mal das an, ne? Es war ja auch ein Tutorial. Die wollten mir ja was beibringen, rein theoretisch. Vielleicht einen gesunden Sicherheitsabstand nehmen, aber geht gar nicht. Ich muss zumindest von... Oh, das ist... Weiß nicht, soll ich jetzt aufs Wasser oder auf die Flüssigkeit schießen? Hm. Toll. Ja, vielleicht explodiert es gleich, das Fass. Jetzt brennt es hier. Toll, habe ich geil gemacht. Also wenn Gegner da wären, wäre es jetzt cool. Es brennt auch nur sehr... Oh, das brennt aber sehr kurz. Okay, jetzt kann ich wieder drüber latschen. Ja, gut, um Gegner zu töten reicht's. Jetzt bin ich ein bisschen konfus, weshalb ich da nicht weiterkomme. Vielleicht von der anderen Seite irgendwie reinkommen. Dass da jetzt zu ist, wundert mich. Ja, okay.
Schade, dann hat sich das erübrigt. Erst einmal. Man hat immer die Sorge, dass man was übersieht, aber hab jetzt alles gecheckt. Ich kann ja auch keine Kisten schieben oder so. Da liegt Zeug, ich will da rein. Okay, wir werden von draußen versuchen, einen anderen Eingang zu finden. Das ist vielleicht auch durchaus möglich. Wie wäre es einfach, wir machen ein Fenster kaputt und... Ach nee, ist ja gar nicht notwendig. Das ist ja schon draußen. Ja, das wird wahrscheinlich möglich sein, dass das hier nochmal ein optionales Versteck war, wo ich die Tür öffnen konnte. Und dass da jetzt links vielleicht eine Tür noch aufgeht. Mal gucken. Das haben wir jetzt noch nicht so 100% überprüft. Das sind die Fenster. Und hier wünschte ich mir jetzt irgendeine Tür oder so. Oder eben das Garagentor. Mal gucken. Vielleicht kann ich das per Hand aufmachen. Ich glaube aber nicht. Nee. Hier, nee, dann ist das wieder vergittert. Und da drüben war ich schon. Da wird auch kein Eingang sein. Wie komme ich da rein? Wisst ihr was? Ich werde mir das offline noch ein bisschen angucken. Vielleicht, habe ich auch einfach nur irgendwas Peinliches übersehen. Ich werde mir das offline angucken. Ihr dürft mir auch gerne noch einen Kommentar schreiben. Ich werde erst ab morgen oder so werde ich anfangen, großartig vorzuproduzieren. Wieso ist denn hier jetzt ein Gegner? Ja, habe ich doch eigentlich schon aufgeräumt. Na, vielleicht nicht so richtig. Okay, das ist jetzt seltsam, dass hier noch Gegner sind. Ich war doch daneben beim Computerraum. Nee, okay, da will ich jetzt aber nicht hin. Nee, ich werde offline noch mal ein bisschen gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme. Ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben. Sollte es erst später gehen oder gar nicht, dann braucht ihr auch gar nichts zu schreiben. Dann ist schon okay. Wie ihr wollt, ich werde dann, sobald ich da irgendwie reinkomme oder eben auch nicht, wird es dann so oder so morgen wieder ein Part geben. Ihr werdet ja sehen, wo wir dann anknüpfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis es hier weitergeht mit Let's Play The Evil Within 2.